So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored und oh mein Gott, da ist direkt eine Rune. Ich traue der Sache zwar nicht so ganz, aber super geil, Omatico. Ja, wir haben eine hammerfette Rune und dort drüben ist eine Wache. Notiz zur Musik des Aufsehers. Gestern ging ein Aufseher in einer Straße ganz in der Nähe vorbei und spielte eine seltsame Musik des Ordens. Während er die Kurbel an seiner Spieluhr drehte, blieb sein Gesicht unter einer Maske verborgen. Doch ich konnte hören, wie er die Verse aus den heiligen Text murmelte. Furcht übermannte mich. Ist es doch verboten, Knochenartefakte und ähnliche Glücksbringer mit sich zu führen. Die Aufseher kennen in der Hinsicht kein Pardon. Meine Hand verkrampfte sich um das Artefakt in meiner Tasche und spürte seine Wärme, während ich mit gesenktem Haupt weiterging. Der Aufseher ging in Richtung der Wohnung des kaiserlichen Arztes, dieses zauseligen Sokolovs, als etwas Seltsames geschah. Ich könnte schwören, dass das Artefakt in meiner Hand auf die Musik des Aufsehers reagierte und erkaltete, wie eine innere Vibration, die mit einem Mal aufhörte. Ich habe ein Buch gefunden, das möglicherweise damit zu tun hat und werde studieren, damit ich vielleicht verstehen kann, was passiert ist. Die alte Musik hatten wir schon. Gesundheits, naja, nicht mal ein Elixier. Gut. Ja, das Buch kennen wir ja schon. Ups. So. Abend auf Whisky und Zigarren treffen. In der Tat, das glaube ich. In der Tat. Wow. Scheiße. Ja, gerade eine Nachricht bekommen, aber... Ja, okay, unterbreche ich kurz und antworte bis gleich. So, und da bin ich auch schon direkt wieder. Da muss ich irgendwie durchkommen. Ich will mal nach oben. Den, komm, den kriegen wir. Zack! Gib Ruhe. Was haben wir hier? Nichts zum Einsammeln. Ein Mana-Edex hier. Und ich bin mal kurz. Wohin führt das? Zu der Geschichte. Ja, dann würde ich mal sagen. Nein, ich will eigentlich nur. Es geht zurück vor sich. Okay. Der hat mich noch nicht gesehen, glücklicherweise. Okay, da sind zwei. Oh, cool. Kommen wir hier hin? Hinter den. Oh, okay. Ich glaube zwar, dass das in die falsche Richtung hier geht. Oder was heißt, ich glaube. Ich weiß, dass es hier in die falsche Richtung geht, aber... Jetzt gerade ist es von Vorteil. Gut, jetzt beeile ich mich hier mal ein bisschen. Mm-hmm.
So. Schiebt ab hier. Hexenfisch, was? Keine Sorge, ich find dich schon. Oh, nicht zu viel Krach machen. Überall nachsehen. Ja, mach das mal. Ganz nice. Wir wissen, dass du hier bist und wir wissen. So. Ach, hier gab's ja gar keinen Durchgang, ne? Ja, scheint wohl so, ne? Ich werde dein Versteck finden. Oh. Ich weiß, dass du hier Wachen. Bist. Zu mir! Hinter ihn! Eine Woche bis er! Ja. Das war's mit dir! Bam! Wow! Mieser kleiner Wichser! Du wirst bluten! Allein schon tritt er mich hier! Scheiße, haben die mich da doch gesehen, wie ich die Tür geöffnet habe. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Warum gucken die Armen nie in den Mülltonnen nach? Da ist doch voll viel. Okay. Wunden irgendwo hier noch? Knochenartefakt. Natürlich ist das da drin. Tja, das heißt, wir können hier noch gar nicht abhauen, bevor ich das hab. Und voilà. Oh cool, mit Dev kann man die Waffe wegpacken, gut zu wissen. Okay, bin gleich da. Ich muss hier nur noch ein bisschen plündern. So. So, wer braucht meine Hilfe? Na, das kommt mal her. Oder ich mache das etwas, ja, eleganter vielleicht Sie nicht. Halten Sie irgendwie die Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Ja, ja, mache ich sofort. Alleine! Scheiße, lösen die die gar nicht aus hier. Stinkende Scheißviecher hier. Der sieht nicht mehr ganz so heil Danke aus. Danke für die Hilfe. Ich dachte, ich wäre sicher, aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Das hier? Aber jetzt ist er tot. So wie alle anderen von hier. Tyrions Tagebuch. War wohl Tyrion, der Kerl. Tyrion. 26. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen neuen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann, wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt. Also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. 28. Tag, Monat des Windes. Alles läuft nach Plan. Die Wache patrouilliert in den anliegenden Straßen, aber betritt nie dieses Gebäude. Nahrung ist das einzige Problem, aber ich konnte nachts etwas stehlen. 2. Tag, Monat der Dunkelheit. Noch jemand hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt. Wir werden ja sehen. Vielleicht können wir einander helfen. Aber vielleicht...
Aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. Vierter Tag, Monat der Dunkelheit. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht so recht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können, selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Alles klar, dann schauen wir mal, was das Amulett macht überhaupt. Zähe Haut. Deine maximale Gesundheit wird leicht erhöht. Ah. Schneller schleichen. Schwert schneller schwingen. Die schießen eher daneben. Ich finde, die treffen trotzdem ohne Ende. Mehr Gesundheit. Jawohl. Nicht schlecht. Gut. Teleportation brauche ich. Lecker. Ich habe irgendwie gerade voll Hunger bekommen. Bitte hören Sie damit auf. Was? Ich habe dir doch nur die Tür geöffnet, Bitch. So. Ich würde sagen, zum nördlichen Ende gehen, ne? So. Ich bin jetzt natürlich völlig raus mit der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Da oben ist eine Rune. Da ist ein Knochenartefakt hier direkt in der Nähe. Da muss ich da wohl rein. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch aufnehmen muss. Oder wie lange die Folge noch wird. Oder wie lang sie überhaupt bisher ist. Aber... Mal schauen. Werden wir sehen. Hat das irgendwas gebracht? Jawohl. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Noch ein Artefakt. Wasser des Geistes. Länger tauchen? Nee. Oh, Mana-Regeneration, wenn ich Wasserhahn trinke, ist natürlich auch eine geile Sache. So, zudecken, zumachen. So, und wo ist die nächste Rune? Dort oben ganz. Guck mal hier, fast übersehen. Ein Hoch auf die Nachtsicht. Okay, mal schauen, ob es klappt. Nicht schlecht. Da oben ist die Rune ganz. Komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Da dürfte ich doch hinkommen. Oder? Werden wir gewahr? Ja. Okay, auch nicht schlecht. So wird das, glaube ich, nichts. Da komme ich auch nicht hin. Ah, aber da. Finde und betritt die Wohnung. Zack. Mit Stil. Und tschüss. Kein Platscher? Doch, da. Haha, tiefer Fall. In Sokolovs Haus ist die Rune. Na dann wollen wir mal sehen. Die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht...